bei Albert Ritter, der dort hinten links sitzt, bei dem ich mich auch vorab erstmal für die Gastfreundschaft bedanke hier in dieser Lounge. Es ist zwar nicht die Sky Lounge, die Sky V Lounge, aber es ist eine wunderbare Lounge hier mit einem perfekten Blick auf den Rhein-Herne-Kanal. Und wenn wir kein Dach über uns hätten, würden wir sehen, was für ein tolles Kirmeswetter heute ist. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, erste Bilanzpressekonferenz der ersten Kirmestage. Ich darf noch kurz vorstellen, wer heute Ihre Gesprächspartner sind. Rechts von mir Johannes Kuziak, unser Kirmesdezernent, wie ich ihn hier nennen darf. Dort in der Ecke Eduard Belka, Abteilungsleiter vom Fachbereich Öffentliche Ordnung und Sport. Links von mir ein ganz herzliches Willkommen auch Andreas Sparlinger, Feuerwehrchef, erstmals auf der Kirmes. Und links von ihm Ralf Radloff, der uns sicherlich gleich was zu den Einsätzen der letzten beiden Tage sagen wird. Ich bitte noch um Verständnis, dass Uwe Hillen, der Polizeichef, kommt auch noch, wird 3-4 Minuten später kommen, ebenfalls ein Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes. Auch er hat sein Kommen zugesagt und wird sicherlich jede Minute hier einkommen. Ja, dort hinten Albert Ritter habe ich schon vorgestellt und ihm gegenüber Hans-Peter Ahrens, auch Präsident des Bundesverbands der deutschen Schausteller und Marktkaufleute, der sicherlich auch einige interessante Zahlen und Eindrücke uns gleich erklären kann. Herr Kuziak, 2,5 Kirmestage liegen hinter uns. Wie ist denn bisher die allgemeine Stimmung? Die Kirmes ist aus unserer Sicht sehr gut gestartet. Wir haben entgegen der Wetterprognosen gutes Kirmeswetter gehabt zum Auftakttag von gestern. Heute wird es auch gut werden, das ist ja auch so angesagt. Wir sind mit den ersten Tagen sehr zufrieden. Wir haben am ersten Tag, am Eröffnungstag, rund 350.000 Besucher gezählt. Das ist kein extrem hoher Wert, aber ein guter Wert für uns. Wir gehen davon aus, dass wir, wenn das Wetter heute so schön bleibt, am Ende des Tages gut über 1 Million Besucher sein werden, gehabt haben werden. Das heißt, trotz allem, was im Vorfeld diskutiert wurde, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheitslage, können wir feststellen, dass die Normalität zurückgekehrt ist. Die Menschen kommen auf die Kirmes, kommen gerne auf die Kirmes und freuen sich darüber. Man muss sagen, unser Sicherheitskonzept funktioniert bisher sehr gut. Die Menschen nehmen es wahr, man nimmt die erhöhte Präsenz von Sicherheitskräften wahr, man nimmt auch die höhere Polizeipräsenz gut wahr. Die Leute gutieren das, sie freuen sich oder was heißt, freuen sich darüber, aber sagen, das ist gut. Auch zum Beispiel das Thema Taschenkontrollen durch Polizei und Sicherheitspersonal an den einzelnen Locations, insbesondere an der Kölner Festhalle, wird positiv aufgenommen von den Menschen. Es erhöht das Sicherheitsgefühl bei allen und das führt dazu, dass aus unserer Sicht die Kirmes bisher einen guten Verlauf nimmt. Und wir uns auch darauf freuen, die nächste Woche hier zu begehen. Wir hoffen natürlich, dass das Wetter stabil bleibt. Im Moment ist es wirklich ideal und dann gehen wir auch davon aus, dass wir am Ende der 10 Tage eine sehr, sehr gute Kirmes gehabt haben werden. Der Festumzug gestern war gut, war wirklich sehr schön im Ablauf. Es ist wie jedes Jahr, man merkt, die Stadt lebt Krange, sie liebt Krange. Die Vereine beteiligen sich sehr gerne und sehr kreativ an allem, was rund um den Kirmeszug passiert. Der Besuch des Kirmeszuges war wirklich phänomenal. Man hatte feste Feierlichkeiten am Rand des Zuges. Das ist, wie ich auch im letzten Jahr und im vorletzten Jahr gesagt habe, hier sieht man, was wirkliches Volksfest ist. Es wird getragen von den Menschen, die hier leben. Es wird herbeigesehnt jedes Jahr und beim Kirmeszug sieht man dann eben, wie die Freude und der Spaß an der Kirmes dann auch auf die Bevölkerung überspringt und sie sich alle auch sehr engagiert daran beteiligen, sodass wir ein sehr positives Fazit für das erste Kirmeswochenende ziehen und wie gesagt davon ausgehen, dass auch dieses Jahr sehr erfolgreich laufen wird. Soweit erstmal von mir. Danke, Johannes Kuziak. Ja, nochmal 325.000 am Freitag.
am Anfang ein bisschen zögerlich, dann ein, wie wir finden, sehr, sehr guter Besuch. Am Samstag, wer hier war, hat ja gesehen, der Kirmesdezernent hat es ja gerade erwähnt, war ein Umzug, wunderbares Wetter. Und der Umzugschef Michael Topuzzi hat mir gestern noch bestätigt, dass also auch die letzte Fußgruppe so eben vor dem ersten Schauer noch am Pranger Tor eingekehrt war, also auch trockenen Fußes. Und danach wurde es sehr voll, also da waren wir so knapp bei über 425.000 Besucher. Denn heute sehen sich selbst, es läuft sehr, sehr gut an. Wir haben perfektes Kirmeswetter. Herr Wilka, das neue Gesamtbild der Kirmes, welche bisherigen Rückfragen haben Sie dazu? Wie ist die Stimmung auf dem Platz? Hat der Dezernent ja schon erwähnt, sehr gut. Wie ist sie unter den Besuchern? Wie kommt das Gesamtbild an? Vor allem ja die umgebaute oder umgestellte Wildwasserbahn. Ja, jeder hat gesehen, dass wir dieses Jahr den Platz etwas anders gestaltet haben. Der Platz wird natürlich immer nach den Landmarken, nach den großen Fahrgeschäften gestaltet. Wir haben dieses Jahr eins mehr, deswegen mussten wir leicht umgestalten. Eine Wildwasserbahn, die mal an einer anderen Stelle steht, wird vielleicht auch mal wieder wahrgenommen. Ich hoffe, das tut ihr gut. Viele Schausteller wollen natürlich mit ihren Geschäften oder den Imbiss und Ausschank immer an der gleichen Stelle stehen, um wiedererkannt zu werden. Aber die Wildwasserbahn sieht man, die wird man auch da finden. Das Ganze hat aus meiner Sicht wirklich nur Platzgründe gehabt. Aber es gibt auch mal ein anderes interessantes Bild. Eine Kirmes, die zu statisch wird, ist auch nicht gut. Ne? Muss man einfach so sehen. Rückmeldungen sind bei uns jetzt zu diesem Thema noch nicht angekommen. Größerer Art. Ne? Natürlich immer mal wieder Kommentare. Ach ja, ganz schön, ganz nett, mal was anderes. Und ich denke, das ist eigentlich typisch. Ja, eine Kirmes lebt, eine Kirmes muss leben und sich auch ein wenig bewegen. Ja, eine Kirmes muss leben, eine Kirmes muss sich bewegen. Zahlen haben wir ja schon genannt. Herr Radloff, wie waren denn die ersten zweieinhalb Tage für die Herner Feuerwehr? Ja, guten Morgen erstmal auch von mir. Für die Feuerwehr kann ich ja so sagen, dass wir eine ganz normale Kirmes, also mit Durchschnittswerten wie in den vergangenen Jahren hatten. Wir hatten also in den beiden Tagen, inklusive des inoffiziellen Eröffnungstages am Donnerstag, 29 rettungsdienstliche Einsätze hier auf dem Platz verzeichnen. Das ist für uns also ein ganz normaler Durchschnitt. Auch die Art der Einsätze hat sich in Bezug auf die vergangenen Jahre kaum verändert, sodass wir dementsprechend wirklich von einem ganz normalen und ruhigen Kirmeswochenende sprechen können. Würde ich dann noch gleich an die Schausteller übergeben. Aber Dritter, ich komme gleich zu Ihnen da hinten hin. Zweieinhalb Tage, wir haben jetzt schon ein paar Zahlen gehört. Wie ist denn die Stimmungslage unter den Schausteller? Lass das Mikrofon mal ruhig da. Okay. Ich denke, als geborener Schausteller werde ich noch genug Lungenvolumen haben, auch nach Rekommandieren hier ein Statement abzugeben ohne Mikrofon. Also wir Schausteller sind höchst zufrieden. Die Menschen in der Region haben uns die Treue bewiesen. Sie sind zu ihrer Granger Kirmes aufgebrochen, sind gekommen. Was mich ganz besonders fasziniert hat, war wieder dieses Zugehörigkeitsgefühl bei der Eröffnung im Zelt. Wie man dort Schulter an Schulter miteinander feiert, da gibt es keinen Standesdünkel, das ist typisch Revier. Da wird einfach gefeiert, da wird der Minister einfach mit eingehakt und da wird einfach Wir-Gefühl gelebt in ganz besonderer Weise. Und ich will es nicht verhehlen, Grange ist meine Lieblingskirmes und Sie können mir glauben, ich habe die eine oder andere Kirmes in meinem Leben schon als aktiver Schausteller oder auch als Funktionär erleben dürfen. Grange ist einfach spitze, das ist die größte Familienkirmes der Welt und das ist einfach etwas ganz Besonderes. Und auch gestern hat man sehr deutlich gespürt, wie diese Veranstaltung in der Bevölkerung eingebettet ist. Ich sage ja immer, wer das Ruhrgebiet nicht kennt, der soll am Samstag auf Grange kommen, soll sich den Umzug anschauen. Dort ist Integration in hervorragender Weise gelungen. Da marschiert der kurdische Trachtenverein neben der Bergmannskapelle. Da sind die Wanner Mädels und die Mädels aus dem Prater und allen anderen Gewerken neben der Freiwilligen Feuerwehr oder dem THW unterwegs. Und nicht, weil man muss oder weil man einen Teller Erbsensuppe dafür bekommt, sondern weil man einfach hier in der Region diese Kirmes im Herzen trägt. Und das ist einfach klasse. Haben Sie jetzt vom Geschäft her, vom Umsatz her, wie ist da so Ihr bisheriger Eindruck?
Beide. Herr Arendt, Sie auch bitte. Nochmal, was hast du gefragt? Vom Umzug her und vom Umsatz her und vom Konsum her, wie ist so bisher Ihr Eindruck? Also auch von Hans-Peter Arendt. Also Hans-Peter, bitte kurz jetzt. Wir haben uns gerade hier unterhalten, die Geschichte mit dem Umsatz, mit dem Ausgeben der Leute ist ja immer auch stark abhängig vom Wetter. Wir hatten im letzten Jahr am Freitag 35 Grad, wenn ihr euch erinnern könnt. Das war natürlich unheimlich vorteilhaft für die Ausschankgeschäfte. Da haben dann die Essgeschäfte wieder etwas drunter gelitten. Jetzt war am Freitag verhältnismäßig kühles Wetter, haben die Essgeschäfte, Karussell sowieso, weil es Kirmeswetter war, profitiert und die Ausschankgeschäfte sind natürlich dann etwas in Rückschritt gekommen. Das gilt für Freitag. Wir haben gestern, das wäre ein, also meiner Vermutung nach, ein sehr guter Tag geworden. Und Johannes, du hast, weiß nicht, wo du warst, du hast gesagt, das wäre gestern trocken gewesen. Hat einmal mittags geschauert und dann hat es entscheidend um 6 bis fast 7 Uhr einen Starkregen gegeben. Und das hat gestern den Umsatz etwas getrübt. Aber von meiner Sicht aus haben wir bisher normale Krangeltage und wir haben im letzten Jahr, wenn ich daran erinnern darf, ein sehr schlechtes letztes Wochenende gehabt, das uns fast die Kirmes verhagelt hat. Der Samstagabend Starkregen und der Sonntag Dauerregen. Sollte das in diesem Jahr anders sein, dann bin ich der Überzeugung, dass wir eine gute Kirmes haben werden. Danke, Herr Arendt. War dem Vertreter des DRK schon da. Herzlich willkommen. Ja, aus Ihrer Sicht, wir haben heute Morgen, als wir uns so ein bisschen vorbereitet gesagt haben, ich glaube, der Hans-Peter Arendt hat es ja auch gerade erwähnt, letztes Jahr 35 Grad, da haben wir ja, glaube ich, jemanden angezogen, den wir eigentlich gar nicht hier auf der Kirmes haben wollen, nämlich die Wespen. In diesem Jahr, glaube ich, prognostiziere jetzt mal, waren die noch nicht da, oder? Das ist richtig so. Die Insektenstiche sind ziemlich weit zurückgegangen. Nichtsdestotrotz haben wir bis dato 108 Hilfeleistungen zu verzeichnen. Davon sind 79 Personen bei uns auf der Sanitätswache versorgt worden, unter anderem auch 5 Insektenstiche natürlich. Wir sind damit der Feuerwehr pari. Wir haben auch 29 Fahrten ins Krankenhaus gehabt. Könnt ihr das noch ein bisschen näher definieren, das Krankenhaus, was war das so ungefähr? Das war von dem Möchtegern-Schläger, der versucht dann auf so einen Boxautomaten einzudrischen und dann mal ganz daneben gehauen hat, bis hin zu einem Glassplitter ins Auge, den wir dann nach Bochum in die Augenklinik gefahren haben, den wir gestern noch von der Notärztin übernommen haben. Das geht querbeet. Also Fazit zu den ersten 2 Tage normal, alles ruhig. Business as usual, ja. So, Uwe Hillen, herzlich willkommen. Muss sie gleich überfallen, weil wir schon so weit fortgeschritten sind von unserer Seite aus, dass ich auch Sie bitte, die erste Bilanz der ersten 2,5 Tage, inklusive vielleicht noch des Bürgerabends, einmal hier die Kolleginnen und Kollegen dazu. Ja, guten Morgen, es war sehr unauffällig. Das Zelt war wohl, mir wurde gesagt, gegen 10:30 zu 3/4 besetzt und draußen war es auch ganz gut ausgelastet. Wir hatten eine Ankündigung von Fußballfans aus gesicherter Quelle. Die sind tatsächlich gekommen, haben aber gesehen, dass unsere Kräfte gut aufgestellt waren. Security des Zeltbetreibers war auch gut aufgestellt, von der Optik her jedenfalls. Wir haben eine Stunde ein bisschen die Lage gepeilt und sind dann auch wieder von dann gegangen. Und sonst war die Einsatzlage unauffällig. Es war ein ruhiger Bürgerabend. Eine ruhige Eröffnung des Kirmes. Ja, der erste Tag war Tagesverlauf auch von der Besucherzahl her, ja, charmant, sage ich als Polizist, als Schausteller, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie da die Rückmeldungen sind. Die Einsatzsituation war schon ansprechend. Ich habe keine ganz gesicherten Zahlen, da müssen wir noch arbeiten. Die Auswertung wird noch erfolgen. Ich gehe so von ca. 50 Einsätzen aus in der Zeit von Freitagmorgen 6 Uhr bis Samstagmorgen 6 Uhr. Herausragend da in dieser Zeit war ein Widerstand gegen Polizeibeamte und eine Person mit einer Stichverletzung.
da wissen wir noch nicht, die Ermittlungen laufen. Ob das Kirmeszusammenhang hat von der örtlichen Nähe her, ja. Ob es Kirmespublikum war, wissen wir noch nicht. Da wird noch ermittelt. Da hat auch unser Fachkommissariat gestern Bilder verteilt, weil da es zu dieser Tat wo eine Vorgeschichte gab. Die Täter und Geschädigter kannten sich wohl und da wurden Bilder hier verteilt auf dem Kirmesgelände. Dann haben wir da haben wir gestern den Kirmesumzug gehabt. Da bin ich nur voll des Lobes. Ich hatte Kräfte ins Kart für diesen Kirmesumzug und bin davon ausgegangen, dass die sowieso bis 15 Uhr gebunden sind, weil die Erfahrungswerte, die ich habe in den letzten 5 Jahren, waren so, dass der Kirmesumzug bis 15 oder sogar bis 15.30 Uhr andauerte. Großes Kompliment an Veranstalter, Person hat ja gewechselt. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass 13.30 Uhr der Zug aufgelöst wurde. Das heißt, eine Disziplin innerhalb der Zuggemeinschaft, die ich so noch nicht erlebt habe. Wir hatten überhaupt keine Vorkommnisse. Die Präsenz der Ordner, des Veranstalters, wie auch unsere Präsenz im Auflösungsbereich, ja, die hat dem Publikum ja gar keine Chance gelassen, als Platz zu machen. Es war gestern klasse, das war toll. Wir hatten keine Probleme, das war schön. Der Kirmesbetrieb dann im Nachmittag war auch wieder unauffällig. Allerdings haben wir auch wieder von der Gesamteinsatzzahl her so um die 50 Einsätze. Und ich habe gerade mal hochgerechnet, wenn es so weitergeht, dann werden wir mehr Einsätze bekommen als im letzten Jahr. Aber das, was sollen wir in die Glaskugel gucken? Nächste Woche Sonntag wissen wir mehr. Wir hatten auch wieder einen Widerstand, wir hatten einige Platzverweise, aber sonst was und ein normales Einsatzgeschehen. Konzept erwähnt, das ja der Eindruck auf der Schaustelle und aller Besucher hier bisher gezogen hat. Können Sie da noch mal zwei, drei Sätze zu sagen? Ja, wir haben uns ja im Vorfeld Gedanken gemacht, wie wir uns aufstellen wollen und haben diese 4 Posten eingerichtet, in Absprache auch mit dem Veranstalter und auch in Unterstützung durch den Veranstalter in Form eines Fahrzeuges und Personal, welches an diesem Fahrzeug verweilt. Wir haben die Standorte noch mal ein wenig verändert, um noch mehr Wirkung zu zeigen, insbesondere auf der Heerstraße, weil das ist eine sehr breite Straße, da wollen wir präsent sein und haben zulasten eines anderen Postens da ein Fahrzeug mehr hingestellt. Wir sind der Meinung, das erzielt Wirkung, dieser Posten Heerstraße und die anderen Posten auch. Wirkung im positiven Sinne, Wirkung auf die Zuschauer, die erkennen, Präsenz ist da. Ich denke mal, das wird ein Sicherheitsgefühl stärken und wir erhoffen uns, dass wir durch diesen Gesamtparcours oder Trichterwirkung potenzielle Täter abgehalten werden. Diese Posten sollen ja auch Zuschauerströme aufnehmen, damit wir schnell vor die Lage kommen und auch Publikum, welches wir vielleicht nicht so gerne auf dem Platz haben möchten, erkennen, ansprechen